Moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer neuen Serie. Diese Serie nennt sich Packluck. Was ist diese Serie? Was mache ich bei dieser Serie? Hier erkläre ich es euch mal jetzt ganz kurz und schnell. Auf jeden Fall, diese Serie spiele ich nicht in der Online-Saison oder irgend sowas, sondern ich spiele online gegen einen anderen YouTuber. Und in dieser Folge wird mein erstes Opfer Play Real FIFA sein und der Link ist natürlich schon mal in der Beschreibung. Könnt mal vorbeigucken, wenn ihr wollt. Aber ich erkläre jetzt erstmal diese Serie. Was werde ich tun? Diese Serie ist damit aufgebaut und fängt damit an, dass ich ein Premium Gold Set, also ein 7500er Set im Shop ziehe. Und dieses Goldset bringt ja natürlich Spieler mit sich. Und die Aufgabe dieser Challenge ist, dass man alle Spieler, egal welche, alle Spieler aus dem Premium Goldset in eine Mannschaft baut. Ja, wenn man jetzt zieht und zum Beispiel drei Spieler hat, ein Torwart, ein Innenverteidiger und ein Stürmer, muss man die alle einbauen. Und dann muss man ja natürlich auch noch das Team weiterbauen. Das macht man ganz einfach. Am Anfang wird eine Anzahl von Münzen ausgemacht. Wie viele Münzen man verwenden darf, um sich ein Team zu bauen, um sich ein Team zusammenzukaufen. Und ich habe mit ihm ausgemacht, dass es heute 10.000 Münzen sein werden. Und dann spielen wir gegeneinander mit unseren Teams. Und ich werde auch später einblenden, wie er sein Pack zieht. Auf jeden Fall, wir spielen gegeneinander. Und der Sieger, also ein Spiel, und der Sieger bekommt das Team des anderen, das komplette Team. Außer die Auswechselbank, weil die zählt natürlich nicht dazu. Jo, habe ich schon alles erklärt? Ich glaube schon. Also, ich fange einfach gleich an, damit, dass ich das Pack ziehe. Ich hoffe einfach, es sind sehr gute Karten drin, deswegen auch Packluck, diese Serie. Weil wenn man Packluck hat, kriegt man zum Beispiel jetzt drei Spieler oder vier Spieler aus einer Liga. Das wäre natürlich perfekt. Aber wenn man jetzt so einen Innenverteidiger, wahrscheinlich so eine Goldkarte, so 75er Rare, nicht Rare, sondern ganz normal Unrare Spieler, mit einer Bewertung von 75 hat, der zum Beispiel aus der dänischen ersten Liga kommt, und Däne ist oder irgendeine Nation hat, die einfach nur blöd ist, dann hat man ein kleines Problem. Dann muss man nämlich ausweichen auf andere Spieler oder die Chemie geht runter. Und wenn die Chemie ja runtergeht, dann ist das Team ja nicht so leicht zu spielen. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe Packluck. Und ich ziehe jetzt einfach mal mein Päckchen mit meinen FIFA-Points, mit meinen aufgesparten 150 FIFA-Points für diese erste Erfolge. Und ich hoffe einfach, es ist was Gescheites drin. Bitte, bitte lass mich was Gescheites haben. Bitte, Raul Moutinho, Westermann und Ciao Zino. Es sind jetzt nicht so viel Packluck, ich seht's. Hab ich irgendwie einen Doppel? Ne, hab ich nicht. Auf jeden Fall, ihr seht es, habe drei Spieler aus drei verschiedenen Ligen und aus drei verschiedenen Nationen. Und das ist eine Aufgabe. Das wird eine Aufgabe sein. Aus den drei Spielern eine Mannschaft zu basteln. Also das wird nicht so einfach sein. Ich brauche ja die Mannschaft. 10k habe ich dafür. 10.000 Münzen. Und dann spiele ich gegen meinen Gegner. Nochmal gesagt, dass ihr vielleicht, wenn ihr es vielleicht nicht verstanden habt. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mein Team fertig habe. Oder ich weiß nicht, oder ich schneide. Naja, wenn ich mein Team fertig habe, sehen wir uns gleich wieder. Aber dazwischen spiele ich ein, wie mein Gegner sein Pack gezogen hatten, was er für Karten in sein Pack hat. Also, bis gleich. Team of the Season, nicht 7500er. So, Daumen drücken, Leute. Stellt euch schon mal vor, wir ziehen jetzt Team of the Season oder Inform. Das wäre ja geil. Und, wen haben wir? Jadoo. Okay. McCarthy. Und Balmond. Türkisch, Englisch. Und
Französisch. Was mache ich denn da? Jadu, McCarthy und Valmont muss ich einbauen. Okay. So, welcome back, willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, was er gezogen hat. Ich hoffe einfach nur, ich weiß ja natürlich nicht, was er gezogen hat. Ich hoffe einfach nur, er hat nichts Gescheites gezogen, genauso wie ich. Ich habe ja einen aus der russischen Liga, einen aus der französischen und einen aus dem deutschen und auch drei verschiedene Nationen. Zur Auswechselbank, die werde ich natürlich nicht einsetzen, die Spieler. Die werden außen bleiben und auch nicht eingewechselt werden. Und, also die könnt ihr einfach ignorieren. So, jetzt kommen wir zur ersten Elf. Ich baue es jetzt so zusammen, wie ich mir auch insgesamt zusammengebaut habe. Wir fangen mit dem linken Verteidiger an. Das habe ich mir überlegt. Nehmen wir einen aus der russischen Liga und das ist Griskito. Den habe ich für 700 gekauft. Ich zeige doch immer, dass ihr sehen könnt, dass ich 10.000 Münzen ausgegeben habe. Ich glaube, ich habe insgesamt ein bisschen weniger ausgegeben, ist aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe Griskito, linker Verteidiger. Dann bin ich auf den Innenverteidiger gegangen. Das war dann eine Silberkarte, das ist nämlich Caldirola von Bremen, auch ein Italiener. Dann bin ich zum Torwart, das war ziemlich einfach, einfach nur einer aus der Bundesliga, Bernd Leno, richtig geiler Torwart. Warte, muss ich mal kurz zeigen, der hat 650 gekostet. Ich glaube, das mache ich am Ende. Auf jeden Fall bin ich dann zum zentralen Mittelfeldspieler gegangen, der musste französische Liga spielen und brasilianisch sein. Und da habe ich mir dann Jussier ausgesucht und der bewirkt dann zwar nicht so viel Chemie bei meinem Innenverteidiger, das wird dann meine Schwachstelle, aber dazu noch später mehr. Dann habe ich mir den rechten Verteidiger geholt, mir gleich überlegt, das war jetzt gerade falsch, also auf jeden Fall, ich habe mir Rafinha geholt, als rechten Verteidiger vom FC Bayern. Dann als rechten Mittelfeldspieler ein Brasilianer und auch jemand, der in der Ligue 1 spielt, der also auch gut mit Raul Moutinho harmonieren kann. Weil es nämlich Lukas, ziemlich geiles Stats. Dann als rechten Stürmer habe ich wieder eine Silberkarte, nämlich Tulio de Melo. Zwar nur 51 Tempo, das wird so meine Schwachstelle sein, aber 82 Kopfball und 72 Schuss, also gar nicht mal so schlecht. Die Stürmerwerte. Und so, der letzte Spieler ist eine weitere Goldkarte, Alexandre Pato. 88 Tempo, 4 Star Skills, was mich sehr gefreut hat. Und jetzt gehen wir nochmal einzeln auf die Spieler ein. Also, Bernd Leno, mein Torwart 650 hat er gekostet. Dann in Verteidiger Caldirola hat 400 gekostet. Dann Griskito 700, der war im Pack. Dann Schuss hier 3600 gekostet, der war der teuerste Spieler. Dann Lukas hat 2300 gekostet. Rafinha 800. Dann Tulio de Melo 400 und Alexandre Pato 850. Und das ist dann auch mein Team. Das ist auch ungefähr 10.000 Münzen. Und das ist meine erste Aufstellung. Und ich hoffe, mein Gegner hat nicht so gute Karten wie ich, denn meine Schwachstelle ist meine Innenverteidigung. Er hat nur 6 Chemie und in der Mitte ist auch nicht so stark. Der Schuss hier hat auch nur 6 Chemie und Raul Moutinho hat nur 7. Deswegen werde ich versuchen, über die Flügel zu spielen und über die Außenverteidiger und mich mit Flanken hineinarbeiten, da wir ja auch so einen guten Stürmer haben mit 82 Kopfball. Auf jeden Fall, das war's zum Team und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim Zusammenschnitt wieder und da erwartet uns ja das Team von unserem Gegner. Bis denn. Und ja, es geht los mit dem Spiel, ich kommentiere es mal wieder nach und jo, ihr seht, ich spiele in den orangen Trikots und er in den lila-gelbfarbigen Trikots. Und jetzt müsste auch gleich die Aufstellung kommen von Play Real and Fair. Das ist doch mal ein sehr gutes Team. Das ist ein sehr starkes Team. Hat Ben Arfa rechts und Remy im Sturm, Bent im Sturm. Hat, wenn ich mich immer noch Fanny, rechter Verteidiger Muslera im Tor. Und jo, es geht auch gleich los mit der ersten Chance von mir.
Flanke in die Mitte und das Lukas, der rechte Mittelfeldspieler, aber er kriegt den Ball nicht runter. Dann nochmal Lukas, der ein sehr starkes Spiel macht, kann ich jetzt schon mal sagen. Auf Melo, der nimmt ihn direkt, aber er schießt den gegnerischen Keeper an. Dann Balmont mit einer Flanke in die Mitte auf Bend. Sehr bestraflich, eiskalt. Das ist die 27. Spielminute. Ich liege dann 1-0 hinten. Dann nochmal Remy auf Ben Arfa. Ben Arfa dreht sich da sehr, sehr, sehr schön mit einem Spin durch. Ich habe keine Ahnung, wie der Spin heißt. Hat einen komischen Namen. Und verschießt. Es steht 0-1 zur Halbzeit. Und wenn ich ehrlich bin, das hat mich ein bisschen sehr nervös gemacht. Aber man hat ja zum Glück noch eine zweite Halbzeit. Ich dann mal mit einem Freistoß Rafinha auf Raum Montinho. Der wieder auf Rafinha. Rafinha mit der Flanke auf Tolume, keine Ahnung wie der heißt. Tulio De Melo hat ein bisschen geleckt. 56. Minute. Und es geht auch gleich weiter. Lukas mit dem Ball auf Tulio Melo. Lukas immer noch ein Ball. Lukas. Unaufhaltbar. Und da ist Alexandre Pato mit dem Kopfball. In der 60. Spielminute. Dann Crescito auf Juan. Mann, ich kann den Namen nie sehen, weil ich komme hier alles nach. Tulio De Melo am Ball, Tulio De Melo mit der Flanke, Alexandre De Pato hatte den Sieg auf den Schlappen. Vergibt aber. Dann mein Gegner nochmal mit einem Angriff. Balmont auf Remy, der dribbelt und einen schönen Pass auf Balmont. Der kommt da irgendwie durch, Balmont am Ball, aber Leno hält ihn zum Glück. Mein Gegner mit einem Freistoß in der eigenen Hälfte, Fehlpass auf Tulio De Melo. Der auf Alexandre Pato und der lässt den gegnerischen Keeper in der 90. Spielminute keine Chance. Und das bedeutet, das ist mein Sieg und ich habe auch gewonnen. 3-1 gegen Play Real Fair. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück und ihr seht, ihr habt's gesehen, ich habe gewonnen 3-1. Das war eine richtig, richtig geile Partie, habe ich gefunden. Ich war 1-0 hinten, so Halbzeit, 1-0 war ich hinten. Und dann kämpfe ich mich ran. Nochmal Gruß an dich, Hakan. Du hast richtig gut gespielt. Und ich entschuldige mich nochmal, auch wenn ich dir schon geschrieben habe, dass wegen den Lags bei meinem 1-1 und bei einer Chance von dir, ich hoffe, die haben dich nicht daran gestört, das Tor zu machen oder dass ich das Tor gemacht habe. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, dass du mit mir die Challenge gemacht hast und wir können gerne mal eine Revanche machen. Und so viel an dich, Hakan, jetzt geh mal wieder zu meinen Zuschauern, ja, an euch. Ja, ich habe jetzt ja das Team bekommen von ihm. Und ich habe jetzt so erst nochmal das Tauschangebot gehabt. Ich weiß immer noch nicht, was er gezogen hat. Das interessiert mich richtig, da hat er 100 Chemie gehabt, ja. Und auf jeden Fall fand ich das ziemlich stark, das Team. Am Anfang habe ich richtig Schiss bekommen. Und wir sehen hier, er schickt mir Balmont, McCarthy, Chedieu oder so. Und Bent, das nehme ich natürlich an, ich nehme alles an. Und die kommen alle samt in den Verein. Und dann das nächste. Momentchen. Ich wollte euch halt nochmal zeigen, wie ich hier die ganzen Spieler hol. Frei, Ngulu, Balta und Fanny. Auch ganz gute Spieler. Auf jeden Fall, ich wollte es euch noch zeigen, dass ihr seht, dass ich euch jetzt das ganze Team bekommen habe und so weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ist natürlich hier erstmal steht im Vordergrund. Also mir jetzt richtig Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren. Ich hoffe, die Serie kommt gut an. Schaut einfach mal bei dem Kanal vom Hakan vorbei. Ist der erste Link in der Beschreibung. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, seine Folge kommt am Freitag, wenn ich mich nicht irre. Und heute müsste, wenn ich mich nicht irre, ein Donnerstag sein. So, Remy, Muslera und Ben Arfa natürlich auch wieder richtig geile Spieler. Der hat schon ein gutes Team zusammengebaut mit seinen 10.000 Münzen, die er hatte. Auf jeden Fall, guckt mal bei ihm vorbei. Es lohnt sich. Er macht auch FIFA Ultimate Team Videos, macht er. Und, so. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich sage immer wieder, das finde ich richtig geil, dieses neue Format von mir.
Wenn du mal PS3, wenn du PS3 hast, genau du, und auch mal gegen mich spielen möchtest und einen YouTube-Kanal besitzt, dann melde dich einfach bei mir gerne. Ich bin immer offen dafür, wie so ein Spiel machst. Mir macht es sehr viel Spaß, um etwas zu spielen, weil da der Druck auch höher ist, ne? Da hast du ein bisschen mehr Druck auf dich und der Druck ist größer. Und das hat mich auch zur Zeit ziemlich gestresst bei der Halbzeit, da muss ich ehrlich sagen. Aber es ist zum Glück noch gut gegangen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das sage ich jetzt, glaube ich, schon so hundertsten Mal. Ist mir jetzt aber auch egal, denn ich verabschiede mich. Und ja, deswegen sage ich meine drei letzten Worte. Servus, macht's gut und ciao. Geiles Format, yeah.